Willkommen zu Kübler Go und Walker Technologies. Begrüße recht herzlich Philipp Kübler, den CEO von der Metzgerei Kübler, und Sead Berisha, CEO und Founder von Walker Technologies. Welcome on stage. Hallo Philipp, hallo Sead. Hi. Er darf, ich bleibe mal in der Nähe stehen. Jetzt haben wir die ganze Zeit irgendwie so Technology Guys gehabt, nicht nur, die auch Stores betreiben. Jetzt haben wir Metzgerei Kübler. Richtig, genau. Ups. Jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los. Genau. Legen wir mal los, ich bleibe mal abgesprochen, ich bleibe mal in der Nähe. Ja? Richtig. Und dann legt ihr mal los und irgendwann komme ich. Ja, hallo zusammen. mein Name ist Philipp Kübler. Ich bin 28 Jahre alt und Geschäftsführer der Metzgerei Kübler in fünfter Generation. Ich habe heute jemanden mitgebracht. Genau. Hallo zusammen, mein Name ist Sead Berisha. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Walkout Technologies, bin 29 Jahre alt, habe die Firma Walkout Technologies vor 4 Jahren gegründet, habe meine erste Unternehmung mit 19 Jahren gegründet und genau, bin heute hier dabei, um euch ein bisschen über das Thema autonome Stores made with KI zu, beizubringen und am Beispiel von Kübler Go. Genau. Genau. Genau, erstmal zu Kübler. Kübler, ihr Metzger. Wir sind ein Familienunternehmen, in fünfter Generation von mir geführt. 1890 in Stuttgart gegründet. In Stuttgart ist unser Ursprung und auch heute unser Kübler Go Store. Also tatsächlich in dem Gebäude, in dem damals das Unternehmen vor über 130 Jahren gegründet worden ist. Heute haben wir über 230 Mitarbeiter, sind Fleisch- und Wurstverarbeiter. Wir liefern hauptsächlich Kunden im Bereich Retail und Food Service mit Wurst- und Convenience-Artikeln. Die Idee von Kübler Go. Wir haben eine hohe Verbundenheit zu dem Standort seit 1890. Wir hatten davor an dem Standort ein Restaurant und eine Metzgerei. Dieses Geschäftsmodell hat so nicht mehr funktioniert. Umsätze sind ausgeblieben. Corona hat die Situation noch verschlimmert. Und dann habe ich entschieden, wir müssen was ändern. Hat erst das Geschäft dort geschlossen und hat dann im Vermietungsprozess die Idee, einen Grab-and-Go-Store zu eröffnen. Genau, die nächste Motivation war einfach First Mover zu sein. Der erste in Deutschland, der 24/7 AI-Shopping anbietet, vielleicht sogar europaweit. Und 24/7, das Einkaufserlebnis für die Stuttgarter hat noch gefehlt und das war auch eine Motivation. Genau, vielleicht kurz nochmal zu meiner Persönlichkeit. Wie gesagt, vor 4 Jahren Walkout Technologies gegründet. Wir sind aktuell, also 2019 gegründet, wir sind aktuell 26 Leute. Dazu möchte ich sagen, wir haben verschiedene IT-Standorte in Deutschland, in der Ukraine und Bosnien, also sind quasi weit verteilt aufgestellt. Wir sind im Kern All-in-One-Anbieter für Soft- und Hardware. Also wir fokussieren uns natürlich für die Software, für die KI dahinter, haben aber auch natürlich starke Hardware-Partner, mit denen wir natürlich auch die Sensorik in den Shelves quasi zur Verfügung stellen. Und das Wichtigste auch bei uns, wir haben es gerade im Eingang gehört, wir setzen auf einen Prozess ohne Human in the Loop. Das heißt, auch wir haben ein Live-Basket, also es ist kein Monitoring-System im Hintergrund, der im Endeffekt dann noch manuelles Tracking macht und das Ganze, den Basket noch confirmed, sondern der Basket wird im Endeffekt direkt confirmed, genau. Auf der rechten Seite sehen wir halt auch nochmal so ein bisschen, wie unsere Post-Estimation funktioniert hat. Ich gucke gerade mal, ob ich das nochmal laufen lassen kann. Genau, also unsere 3D-Modellierung im Endeffekt, wo wir halt die Person im Store natürlich tracken können. Jeder Kunde wird wiedererkannt, hat dieselbe Customer-Nummer und es wird natürlich ein virtueller Basket kreiert. Genau. Als wir vor 4 Jahren gestartet sind, hatten wir die Vision, angeleitet von Amazon Go tatsächlich, ein Grab-and-Go-Store made in Germany zu machen, nach deutschen Standards mit deutschem Datenschutz. Wir haben 1 Jahr lang programmiert, haben so KI-Modellierung quasi umgesetzt und haben dann festgestellt, okay, jetzt müssen wir natürlich auf die Suche gehen nach einem Partner, also nach einem Retailer, der mit uns einen Store aufmacht. Uns ist aufgefallen, dass es nicht so einfach ist. Die Challenge war eigentlich eine Katastrophe. Wir haben niemanden gefunden 2019, 2020, der mit uns einen Store machen möchte. Deswegen haben wir uns gedacht, alles klar, die tolle KI-Engine, die wir aber gebaut haben, müssen wir in anderen Produkten reinpacken, um einfach diese KI-Technologie zugänglicher zu machen.
Deswegen sind weitere Produkte entstanden, neben dem autonomen Store. Das ist einmal der Smoother Cooler, unser intelligenter Smart Fridge. Und einmal unsere Self-Checkout-Technologie, vielleicht kurz in Produkten. Beim Smart Fridge handelt es sich darum, im Endeffekt wie so ein kleiner KI-Mini-Store. Der Kühlschrank ist geschlossen. Ich muss mit meiner Kreditkarte, Debitkarte im Endeffekt den Kühlschrank öffnen. Da wird eine Autorisierung vorgemacht von dem maximalen Höchstbetrag von 50 Euro. Sobald die Autorisierung erfolgreich war, kann ich den Kühlschrank öffnen und ganz normal die Produkte entnehmen, wie ich es aus dem Heimatkühlschrank im Endeffekt kenne. Genau, das Ganze auch hier mit KI und Gewichtssensorik. Und wenn ich den Kühlschrank schließe, wird im Endeffekt der Betrag von dem bereits autorisierten Höchstbetrag direkt abgebucht. Bei der Self-Checkout-Technology, wir haben von einem Beispiel gesehen, ich glaube von Autonomo, da ging es tatsächlich um den Use-Case Self-Bakery-Konzepte. Das heißt, wir haben Backwaren, die keine Barcodes haben. Und da ging es konkret um den Use-Case, okay, wie können wir Produkte wie zum Beispiel ein Croissant oder ein belegtes Brötchen erkennen. Das Ganze geht natürlich nur mit KI. Deswegen haben wir eine Self-Checkout-Hardware entwickelt, nicht mit einem Barcode-Scanner, sondern mit 3 Kameras. Und ich glaube, Konzepte wie Backfactory oder Backwerk sind ein Begriff. Das heißt, der Kunde geht mit einem Tablett zum Counter, packt sich die Produkte auf ein Tablett und geht dann nicht zur Kasse, sondern geht zu unserer Self-Checkout-Station, legt die Produkte auf ein Tablett, auf ein Tray und es wird erkannt, was wir im Warenkorb haben und ich kann dann ganz normal bezahlen. Darüber hinaus bieten wir auch das Thema Theft, Diebstahlerkennung quasi für klassische Barcode-Self-Checkouts-Kassen und das ist eigentlich so das Produktportfolio von der Workout Technologies. Aber wir sind ja heute hier zum Thema autonomen Store, das ist eigentlich unser Hauptfaktor und wir haben heute ein konkretes Beispiel mitgebracht. Stefan hat es vorhin ein bisschen erwähnt, wir sind vor einer Woche live gegangen mit unserer AI und Philipp erzählt aber nochmal was zu dem Store. Und ja, gerne. Also wir haben ca. 147 Quadratmeter, 127 Kameras auf der Fläche und 2500 SKUs. Genau. Der Store ist in der Rote Bühstraße 69 in Stuttgart, recht zentral gelegen, zwischen der Stadtmitte und dem Stuttgarter Westen, am Feuersee, so Flaniermeile. Und beliebt für Kunden, die auf der Suche sind für Convenience-Artikel, für alkoholische Getränke, für Chips und Getränkethemen einfach. Partysee? Ja, kann man sagen. Partysee. Ja, doch auch. Partysee. Ich glaube, was wichtig ist auch hier zu ergänzen ist, wie gesagt, Philipp ist Metzgereisohn, aber es werden natürlich im Kübler Go also wirklich sämtliche Convenience-Artikel verkaufen, also wirklich vom ganz normalen Supermarkt und das ist wirklich das Besondere an diesem Kübler. Wir haben quasi diese Marke Kübler, die man aus der Metzgereiszene kennt, mit dem Zusatz Kübler Go einfach eine Erweiterung gegeben und haben daraus einen Mini-Supermarkt gemacht. Genau. Es war, ich denke, es war nochmal für uns, ich hatte es eingangs erwähnt, für uns war es anfangs schwierig. Ich meine, junges Startup, junges Unternehmen. Und für uns war es schwierig, quasi Händler zu finden, die bereit waren, mit uns was zu machen. Philipp war einer unserer Ersten, worüber wir uns sehr freuen. Aber die Anfrage von Philipp war tatsächlich im April letzten Jahres. Und das war für uns natürlich, wie gesagt, Philipp hat es erwähnt, er möchte unbedingt im stehenden Restaurant umbauen in diesem Kübler Go Store. Und dann standen wir da, okay, wir müssen aber im Juli live gehen, also quasi innerhalb 3 Monate. Das war für uns natürlich nicht möglich. Deswegen haben wir uns aber trotzdem geholfen. Wir haben gesagt, hey, wir gehen im Juli live, aber nicht mit der KI, sondern wir werden erstmal Self-Checkout-Kassen installieren und schauen einfach, dass der Laden zum Laufen bekommt. Und wir nutzen aber auch gleichzeitig die Zeit dafür, Daten zu sammeln und quasi die KI labeln zu lassen. Das war eigentlich ein super Kompromiss, Philipp, würde ich sagen. Ne? Absolut. Und deswegen haben wir innerhalb 3 Monate nach Anfrage von Philipp eröffnet und wir haben dann den Herbst im Endeffekt zwischen November und Mai, Juni quasi dafür genutzt, unsere Hardware zu installieren, bestehend aus Kamera und Gewichtssensorik, wo wir dann natürlich mit unserem Ladenbauer sehr eng zusammengearbeitet haben. Und wir haben es eben gehört, wir sind letzte Woche Montag live gegangen, mit unserer KI. Was stellen wir uns eigentlich unserer KI vor? Unsere KI soll eine Grab-and-Go-Technologie sein. Das heißt, man hat am Anfang einen Check-in, einen Eingang. Das heißt, ich muss mich autorisieren, entweder über meine Kreditkarte oder EC-Karte, das heißt bei uns sogenannter Unknown User, oder
über eine App, wo ich im Endeffekt meine Kreditkarte oder meine Zahlungsmethode hinterlege und bin somit ein Known User. Der Known User kann ganz normal seinen QR-Code am Scanner halten und kann ganz normal den Store betreten, kann seine Produkte entnehmen, und bei der Produktentnahme haben wir den großen Vorteil, dass ich live innerhalb 3 Sekunden das Produkt in seinem virtuellen Basket in seiner App sehen kann. Der Unknown User muss im Endeffekt noch am Checkout dann einmal bezahlen. Und der Known User kann Just Walkout, also auch hier Just Walkout Technologies, kann einfach ganz raus und den Store verlassen, und die Rechnung wird innerhalb Sekunden dann ausgestellt. Jetzt gab es hier aber ein großes Problem. Ich habe eben eingangs erzählt, wir sind im Juli letzten Jahres live gegangen mit Self-Checkout-Kassen. Das heißt, die Praxis sah so aus, dass wir Stand jetzt über 20.000 Kunden jeden Monat bereits im Store haben. Das heißt, um diese Check-in-Authentifizierung durchzuführen, heißt es, wir müssen knapp 20.000 Gäste oder Kunden beibringen, ihr müsst euch jetzt am Eingang verifizieren, authentifizieren, wie auch immer. Das heißt, wir hatten ganz klar das Risiko, wo dann auch Philipp ganz offen zu mir gesprochen hat: Mensch, Serd, ich habe, glaube ich, das Gefühl, wenn wir jetzt die Authentifizierung einführen, haben wir das Problem, dass wir eine Menge Gäste verlieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch die Realität entspricht. Das heißt, wir würden sehr viele Gäste verlieren. Also haben wir uns darüber Gedanken gemacht und haben gesagt, gerade in der Hauptöffnungszeit, wo halt die meisten Gäste da sind, können wir keine Authentifizierung machen. Weil wir haben auch nur ein Gate, 20.000 Gäste versus ein Entrance Gate. Deswegen haben wir das Beste aus den aktuellen Situationen gemacht und haben gesagt, wir verwenden unsere KI, wir verwenden aber auch unsere Self-Checkout-Geräte. Und so sieht der aktuelle Prozess aus. Wir sehen hier rechts ein Video. Der Kunde kann ganz normal den Store betreten, braucht keine Authentifizierung am Gate, kann sich an den Regal bedienen. Das ist ein längerer Einkauf, genau. Und kann dann zu den Self-Checkout-Kassen gehen. Ja? Und der Unterschied ist jetzt, die Self-Checkout-Kasse erkennt automatisch, okay, der ist Customer 315, und der ist gerade an der Kasse 1 gegangen, deswegen zeigen wir den Basket an und ich kann ganz normal bezahlen. Hier haben wir nochmal einen Fast-Checkout, wo der Kunde einfach reinläuft, sich eben schnell 3 Sachen pickt. Und auch hier sehen wir die Erkennung und der Kunde kann ganz normal bezahlen. Was haben wir damit geschafft? Wir haben aus der aktuellen Situation das Beste gemacht. Wir haben gesagt, okay, die 20.000 Gäste sollen trotzdem weiterhin in die App, quasi in den Store reinkommen oder irgendeine Authentifizierung, und können aber das KI-Erlebnis erleben. Weil, Stefan hat gesagt, wir haben es prominent eigentlich verkündet im letzten Jahr, es soll ein KI-Store werden, aber wir sind halt aufgrund dieser kurzfristigen Anfrage nicht direkt mit KI live gegangen, aber das Erlebnis kann jetzt seit letzter Woche erlebt werden. Ihr seid alle herzlich eingeladen, in die Rote Bühlstraße nach Stuttgart, euch das Ganze mal live anzuschauen. Philipp wird sich auf jeden Fall über euren Besuch freuen. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Was sind die Vorteile für Kübler? Also mit diesem Einsatz haben wir es im Endeffekt geschafft, dass der Umsatz gleich bleibt. Wir haben eine Minimierung von Diebstahl, weil die KI im Endeffekt die Erkennung macht. Wir haben eine extreme Erhöhung von Speed of Service, weil es wird nichts mehr eingescannt. Wir haben einfach so viele unterschiedliche Gäste. Der eine braucht länger, der eine braucht langsamer. Wir haben die Verantwortung in die KI gelegt und wir haben natürlich einen effizienteren Personaleinsatz. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite noch ein Video mitgebracht von unserer Messe auf der Internorga dieses Jahr, wo man jetzt hier am Gate nochmal im Endeffekt die Grab-and-Go-Experience sehen kann, wo im Endeffekt auch live der Basket abgespielt wird. Das heißt, ich kann das Ganze nochmal abspielen, der Kunde kann ganz normal den Store betreten, jetzt hier zum Beispiel mit einer Mitarbeiterkarte, EC-Karte oder Kreditkarte, und wir sehen in der Post-Estimation, da wurde jetzt ein Kunde erkannt, und wenn ich etwas entnehme, wird halt live der Basket angezeigt und dementsprechend sowohl in der App als auch jetzt hier am Checkout-Gate. Genau. Genau.
Wir haben uns aber natürlich Gedanken gemacht, wir haben das Ganze jetzt letzte Woche live genommen, wir planen das aber gerade in verschiedenen Phasen. Die nächste Phase, die wir jetzt in den nächsten Wochen in Angriff nehmen wollen, ist, der Kunde kann weiterhin anonym quasi einfach in den Store reingehen und an der Self-Checkout-Kasse wird sein Basket angezeigt. Aber wir wollen auch den Stammgästen es ermöglichen, dass er trotzdem seine App hat, seine Zahlungsmethode hinterlegen kann, sich am Check-in-Gate einscannen kann und einfach den Store verlassen kann. Also das wird quasi jetzt der nächste Schritt für uns sein, speziell jetzt am Beispiel von Kübler Go. Was für uns eine krasse Erkenntnis war, und dazu kann vielleicht Philipp auch gleich nochmal sagen, live aus der Operative, ist, dass die Rolle des Mitarbeiters sich stark verändert hat durch den Einsatz der KI. Vorher war es die Aufgabe, beim Checkout zu helfen, und jetzt ist es so, dass der Mitarbeiter den Checkout durch AI ermöglichen muss. Die Rolle hat sich quasi geändert. Es ist super, super wichtig, wir sehen das hier gerade an einem Beispiel, dass der Mitarbeiter im Endeffekt den Planogramm im System richtig hinterlegt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aus einer Paulaner Spezi in der Sektion haben wir eine Pepsi gemacht. Und dahinter ist natürlich unsere Datenbank, die auch verknüpft ist mit den Preisschildern. Das heißt, der Preis, das sehen wir hier, ändert sich dann natürlich auch automatisch. Hier scannen wir den REC-Code und dann sehen wir in der App, okay, das ist der Planogramm, jetzt klicke ich auf die Paulaner Spezi, klicke auf Replace, scanne jetzt das Pepsi-Produkt ab und prüfe in der Datenbank, habe ich die Pepsi bereits in der Datenbank? Wenn ja, hinterlege ich das und ändere natürlich auch direkt im Preisschild. Genau, und das sind so Mechanismen, die sind uns aufgefallen halt, die sind super wichtig für den Mitarbeiter, damit das Ganze convenient funktionieren kann. Hast du noch was dazu sagen, Philipp? Nein, ist nicht so zu viel. Danke, alles gut. Alles gut. Genau. Stefan? Ich weiß nicht, ob mein Mikro an ist, aber... Ach so, ja, ist an. Irgendwie ist Philipp war, glaube ich, irgendwie CEO und nicht der Chefeinräumer. Egal. Also nein, alles gut. genau. Natürlich haben wir jetzt mit Kübler und mit Philipp den ersten Auftakt gemacht für uns. Für uns persönlich als Unternehmen natürlich ein riesengroßer Meilenstein, ein großer Erfolg, den wir auch auf jeden Fall feiern möchten. Aber wir sehen natürlich auch einen Blick in die Zukunft und sehen auch ganz klar, ich glaube, es wurde eingangs erwähnt, der Check-in-Gate oder die Eintrittsbarriere zur Authentifizierung zu nutzen, wird meines Erachtens nicht die Zukunft sein. Weil da einfach viele Kunden verloren gehen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen, ein bisschen Intensivierungszeit, bis der Kunde versteht, okay, es sind hier autonome Stores dran und ich kann mich hier direkt am Eingang einchecken und dann den Store verlassen. Aber im Moment denke ich, dass die richtige Variante ist, das, was wir bei Kübler gerade umgesetzt haben. Im Nachhinein, ich war in erster Instanz sehr enttäuscht über die Lösung, weil ich mir dachte, Mensch, wir wollten Grab-and-Go-Store aufmachen. Aber im Nachhinein bin ich jetzt wirklich heute der festen Überzeugung, das war die richtige Lösung. Glück im Unglück quasi. Hätten wir den Store letztes Jahr nicht eröffnet, hätten wir wahrscheinlich direkt am 1.7. letzten Jahres direkt mit Grab and Go gestartet. Aber so nimmt das Leben mal seinen Lauf. Ausblick in die Zukunft. Wir sehen gerade für große Stores, dass künftig definitiv ein Kamera-Only-Ansatz verfolgt werden muss für bestimmtes Teilsortiment, gerade für größere Produkte, die man von der Haptik besser kontrollieren kann. Es muss in der Zukunft auf wenig Gewichtssensorik im Endeffekt eingegangen werden, weil das sind im Endeffekt die Kostentreiber. Dazu kommt im Endeffekt sektionsfreie Regale und klar, die Reduktion der Kameradichte ist auch ebenfalls ein klares To-Do für uns in unserer Entwicklung. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen zu uns, was wir gemacht haben. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr da wart. Danke. Ja, vielen Dank. Ich stand die ganze Zeit da oben, weil wir hatten so besprochen 10 Minuten, dann machen wir 10 Minuten Diskussion, jetzt sind es 19 Minuten. Wir haben noch eine Minute für die Diskussionsrunde. Genau, Partysee, Feuersee, da muss richtig was abgehen am Wochenende. Richtig, genau. Mhm. Richtig was abgehen, Umsätze wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Sind zufrieden. Der Schwabe. Wenn der Schwabe sagt, ist zufrieden, dann geht's ab wie Schmitz' Katze. Wir haben heute schon nichts. Wir sind wirklich zufrieden. Heute schon mit Kultur gehabt.
Frage, wisst ihr jetzt schon, die Kunden, die das ist vor einer Woche geändert, schon eine Idee, ob die Kunden das alle so kapieren und toll finden oder ob die jetzt verwirrt sind, dass da plötzlich die Produkte angezeigt werden? Oder ich glaube, dazu kann er tatsächlich mehr sagen. Tatsächlich, wir haben gerade zwei Kollegen vor Ort, die seit einer Woche den Store auch begleiten. Also einer der größten Erkenntnisse ist gerade, dass die Stammgäste, ich meine, wir sind seit einem Jahr auf, die gehen sofort zu den Self-Checkout-Kassen und fangen an zu scannen. Und dann sehen sie auf einmal, der Basket ist da. Wie kann das sein? Also das merkt man schon, die verstehen es gerade nicht. Und da muss man halt gerade noch ein bisschen Erklärung machen. Definitiv. Ja. Jetzt habt ihr den Prozess nicht ganz bis zum Ende gezeigt. Also wenn ich dann bezahlt habe, geht dann die Tür auf, kann ich automatisch raus, muss ich noch was scannen? Aktuell, muss ich meine Rechnung scannen, die ausgedruckt wird? Oder? Aktuell ist es so, ich kann ganz normal den Store verlassen, also ohne eine Authentifizierung am Exit-Gate. Wenn wir die Phase 2 angehen, muss eine Authentifizierung am Exit erfolgen. Das heißt, wir nehmen die Authentifizierung vom Entrance-Gate weg. Das heißt, jeder kann rein, aber am Exit-Gate haben wir dann die Authentifizierung. Genau. Also dass zum Beispiel, das heißt, wenn ich Selbstscanning oder wenn es eine Selbstscanning-Kasse war, dass ich dann ich muss den Bon dann einscannen und kann erst wenn ich mit meinem Handy eingecheckt habe und eigentlich rausgehen könnte, muss ich wahrscheinlich auch nochmal. Nee, der Handy-User kann dann einfach raus. Indem er die Dings durchbricht. oder nein, das erkennt es dann, die Tür geht automatisch auf. Genau, die Tür geht automatisch auf, ja. Na, da sind wir gespannt. Also lohnt sich echt anzugucken, war schon ein paar Mal dort, jetzt leider letzte Woche noch nicht. Auch tolles Sortiment, nämlich auch mit deinen Produkten. Also nicht nur Red Bull, klar. Cola, Chips. Das haben wir nämlich nicht so recht gar nicht gesehen. Mit ganz tollen Convenience-Produkten. Also lohnt sich auch zum Essen dahin zu gehen.